Servus Leute und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video aus Seven Deadly Sins Grand Cross. Ich glaube, ich laufe heute zu Hochtouren auf, denn das ist damit heute dann auch schon das dritte Video. Aber ja, heute gab es halt einiges zu berichten, denn die japanisch-koreanische Version hat ja heute wieder auf YouTube einen Livestream gestartet. Dort wurden die zwei neuen Charaktere released, einmal Hauser und einmal unser Festival Gother. So wie es bei jedem Festival eigentlich ist, gibt es immer noch einen Zeitcharakter. Und ja, Seven Deadly Sins Grand Cross Database hat natürlich die Übersetzung für uns jetzt schon parat, was natürlich ziemlich nice ist. Das heißt, das Ganze werden wir uns jetzt einmal anschauen, werden gucken, was denn unser Festival Gother kann und was hier unser Side-Charakter Hauser kann. Und ja, wir fangen mal mit Festival Gother an. Festival Gother hat eine ähnliche Passive wie der grüne Gother, nur nicht ganz so stark, aber man ist auch nicht mehr drauf angewiesen mit ihm. Wie soll ich sagen, ja, dass man drei verschiedene Rassen im Team braucht, sondern man bekommt hier pro Skill, den irgendein Verbündeter einsetzt, die angriffsbasierten Werte um 2% erhöht und die HP um 1%, das Ganze bis zu 10 Mal. Das heißt, wir können hier bis zu 20% angriffsbasierte Werte bekommen und 10% HP, was ziemlich nice ist, aber nur HP, keine HP-basierten Werte. Dann haben wir eine Single-Target-Angriffsfertigkeit, die kann bis zu 450% Schaden machen. Und wenn ein Held mehr als 4 Ult-Kugeln hat, bekommt er die bei so einem Angriff um 1 reduziert. Das heißt, man kann hier ein bisschen den Gegner, ja, wie soll man sagen, davor bewahren, seine Ulti zu füllen. Das heißt, es geht natürlich nur, wenn der Gegner 4 oder mehr Ult-Kugeln hat. Aber das ist auch nur das Wichtigste. Das heißt, wenn er 5 hat, hat die Ulti auf der Hand, setzt mal den Skill ein, bekommt der Gegner das Ganze um einen Orb reduziert. Dann haben wir Crush, steht hier für jede Ultkugel, die der Hero, also der Held hat, macht es 20% mehr Schaden. Das Ganze unterscheidet sich hier ein bisschen vom Detonierenschaden. Vom Detonierenschaden hängt es ja davon ab, wie viel Ultkugeln der Gegner hat. Beim Crush-Schaden hängt es davon ab, wie viel Ultkugeln wir auf unserem Gopher haben. Das heißt, mit einer vollen Ult-Leiste, also 5 Ult-Kugeln, machen wir hier 100% zusätzlichen Schaden. Das heißt, es wird schon wahrscheinlich ziemlich gut reinhauen, so wie jeder Detonierens-Schaden-Skill auch, wenn der Gegner die Ult voll hat. Dann haben wir eine Debuff-Fähigkeit, die tut hier einmal alles deaktivieren, außer, also auch ultimative Moves, bis auf Debuff-Skills, verhindert die Nutzung von Rang 2 Fähigkeiten oder da drauf Skills und verringert die Skill Ranks von allen Feinden am Ende der Runde für 2 Runden, das Ganze auf Gold. Wie das Ganze dann auf Bronze und Silber aussieht, werden wir dann sehen. Das heißt, hiermit haben wir auf jeden Fall eine Skill Reduce drin. Wir können alles verhindern, das heißt keine Angriffsfertigkeiten mehr, keine Ults mehr, bis auf Debuff-Fähigkeiten. Das heißt, mit Debuff-Fähigkeiten kann uns hier trotzdem noch Schaden zugefügt werden, plus dass wir hier alle Angriffe, die höher als Bronze sind, dazu noch deaktivieren. Denke mal, dort steht Skills, das heißt, das inkludiert auch Debuff-Skills, das heißt, wir können dann in der Runde tatsächlich nur noch bronzene Debuff-Skills einsetzen. Das heißt, die Fähigkeit ist ziemlich interessant, die gab es so noch nicht, die hier natürlich auch noch nicht und natürlich, ja, die Passive auch noch nicht. Eigentlich ist alles an diesem Charakter neu, selbst die Ulti, und zwar haben wir hier, wir haben das erste Mal einen Charakter, der aus kombinierten Sachen Schaden macht, wobei auch nicht das erste Mal. Tamiel, seine Ulti skaliert ja auch auf Defensive und seinen Angriff auf Angriff. So ist es hier, dass sein Gothers Angriff auf Angriff basiert und seine Ulti auf seinen maximalen HP. Am Anfang hier Level 1 8% auf alle Feinde und tut dazu 2 Skillkarten random löschen. Das heißt, wenn der Gegner zufälligerweise 2 Golden auf der Hand hat und die werden gelöscht, ist das natürlich gut. Im anderen Sinne kann es natürlich auch sein, dass der Gegner eine komplette Müllhand hat, wie ihm 2 Karten löschen und er dann gute Karten drauf bekommt. Das heißt, ja, das Ganze sehe ich hier mal als in Ordnung an. Das Ganze ist natürlich nicht alles. Das heißt, wir haben natürlich mal wieder den Cash Grab von Ned Marble drin. Das heißt, wenn ihr die Ulti auf 6-6 habt, macht ihr 40% Schaden auf alle Feinde. Ihr wisst ganz genau, wie viel Schaden das sein kann, wenn Gother viel Leben hat und tut hier alle Skillkarten löschen. Ja, hier steht, dass es alle Skillkarten löscht. Ich habe auch schon einen Screenshot gesehen, wo es hieß, dass es 4 Karten sind, aber hier scheinen es alle zu sein. Mal gucken, welche Übersetzung denn da jetzt richtig ist. Aber natürlich, also da kann natürlich jetzt auch sein, wenn der Gegner eine komplette Müllhand auf der Hand hat und wir hier alles löschen, dass er danach halt einfach eine sehr gute Hand hat. Kann aber natürlich auch der Gegenteil der Fall sein. Der Gegner hat richtig gute Karten und bekommt dann Müllkarten. Aber ja, mal wieder hier das Ganze von 2 auf alle Karten zu setzen, finde ich mal wieder eine übertriebene
einen übertriebenen Money Grab von Netmarble. So wollen sie natürlich immer wieder die Leute zwingen, sehr, sehr viel Geld auszugeben, um diesen Gopher auch auf 6-6 zu bekommen, um natürlich ihn dann hier mit dieser Fähigkeit zu benutzen, statt 8% 40, das sind 32% mehr, das ist insgesamt eine Erhöhung des Ult-Schadens um das Fünffache. Ich glaube, so eine krasse Skalierung hatten wir bis jetzt auch noch nicht. Das heißt, es gibt, glaube ich, keine Ulti, die sich von 1-6 auf 6-6 vom Schaden her verfünffacht und dazu noch einen zusätzlichen Skill bekommt. Das heißt, ja, das wird wahrscheinlich eine Unit sein, die man eigentlich unbedingt auf 6-6 haben will, wenn man die Ulti richtig nutzen will. Ich werde auf jeden Fall für den Gopher ziehen. Ich denke mal, mit ihm kann man vielversprechende Dinge tun. Ob ihr für ihn zieht, ist euch überlassen. Aber ich denke mal, er wird in der Meta auf jeden Fall mitspielen können. Deswegen werde ich auf jeden Fall für ihn ziehen, denn wie ihr wisst, ich ziehe für alle guten Festival-Charaktere. Womit ich eigentlich gerechnet hatte, ist, dass dieser Gopher hier blau wird und einen Rank-Up-Skill hat. Dem ist ja, wie wir sehen, nicht so. Deswegen haben wir eher einen Rang, also einen Debuff-Skill, der Rank-Ups verhindert, wie wir hier sehen. Das heißt, sobald man mit einem Gopher die Runde vorher einen Rank-Up benutzt oder die Runde danach, hat man schon verloren, denn dann sind hier alle Karten gesperrt. Dann haben wir natürlich noch Hauser am Start. Bei ihm ist das Interessante, Hauser ist natürlich ein Mensch. Die Farbe Blau ist ziemlich gut, aber seine Passive macht ihn, denke ich mal, so enorm wichtig. Deswegen, er wird Bahn hier wieder ein ganzes Stück in die Meta zurückholen, denn wir haben hier erhöht den Damage von allen Verbündeten mit Detonieren-Skills um 30%. Wie wir wissen, Bahn, sein normaler Angriff, der sowieso schon übertrieben viel Schaden macht, hat Detonieren-Schaden. Das Ganze wird hier nochmal um 30% gepusht. Wenn wir jetzt überlegen, dass wir mit Twigo nochmal 30% HP zum Beispiel mehr haben in den ersten zwei Runden, ist das schon eine ziemlich, ziemlich fiese Kombi. Dann haben wir natürlich hier einmal einen Angriff, der 450% Schaden macht und 3 Ultkugeln wegnimmt. Das Ganze kennen wir ja schon von Anfang an, von der grünen Merlin. Das heißt, das Ganze wird wahrscheinlich in der Skalierung, was sind es, 120... 300 und 450, wenn ich mich nicht irre. Und auf Bronze schon eine Kugel, auf Silber eine Kugel und auf Gold dann eben 3. Dann haben wir eine ziemlich, ziemlich krasse, interessante Fähigkeit. Ich denke mal, er wird hier auch eine Menge Schaden machen. Und zwar macht er hier Detonieren-Schaden auf alle Feinde mit bis zu 250%. Das heißt, die Skalierung kennen wir schon von manchen AOE-Angriffen. Aber Detonieren-Schaden auf alle Feinde mit 30% Bonus ist auf jeden Fall eine fiese Nummer. Wenn man dann noch überlegt, man hat eventuell noch den roten Excalibur Arthur am Start, sind das nochmal 20% mehr. Also da können wir auf jeden Fall gespannt sein, wie sich das Ganze hier verhält, wenn man ein reines Menschenteam natürlich spielt, sonst bringt der Excalibur Arthur nichts. Und dann haben wir die Standard Hauser Ulti, die macht 350% Schaden, reduziert die Skill Ranks und um die Anzahl der reduzierten Skill Ranks wird dann auch noch die Ulti reduziert. Das Ganze kennen wir ja schon, immer zusammen hier mit Gil Thunder. Das heißt, das hat auch schon der rote Hauser und mehrere andere Hausers. Ich weiß gar nicht auswendig, welche alle oder ob das wirklich alle sind. Aber die Ulti ist nichts Neues. Aber ich denke mal, er als Charakter im Purgatory Bahnteam wird auch ziemlich interessant sein. Das heißt, ich will eigentlich beide Charaktere haben. Aber ich sehe nicht die Notwendigkeit tatsächlich, dass man beide Charaktere unbedingt besitzen muss. Ja, ich denke nicht, dass die Charaktere, die Meta relevant krass verändern. Ich denke nur, sie bringen eine gewisse Variabilität rein, was ich aber ziemlich gut finde, denn zurzeit ist es einfach in PvP so, dass man so viele Teams spielen kann wie noch nie zuvor und mit jedem Team eventuell gewinnen kann oder halt eben nicht, je nachdem gegen welches Team dann natürlich auch antritt. Das heißt, es gibt Hardcounters, es gibt Teams, die sind ausgeglichen. Das finde ich auf jeden Fall zurzeit eine ziemlich gute Richtung, die sie hier einschlagen und dass sie nicht irgendwelche Charaktere bringen, die dann die Meta alleine beherrschen. Wie es zum Beispiel bei Purgatory Bahn war. Als er draußen rauskam, hatte man gefühlt 8 oder 9 von 10 Matches nur Purgatory Bahn Teams und die restlichen 1 bis 2 waren wahrscheinlich die traurigen, die Purgatory Bahn nicht besessen haben. Aber hiermit sind wir auf jeden Fall, finde ich, von einer Festival-Unit ist es in Ordnung. Ich finde ihn stark. Ich finde es in Ordnung, dass er jetzt nicht übertrieben overpowered ist. Ich werde ihn mir trotzdem auf jeden Fall holen. Und dann sollte es mit dem Video gewesen sein. Eigentlich wollte ich heute gar kein Video mehr machen, aber nachdem ich gesehen habe, dass die Übersetzungen jetzt draußen sind, dachte ich mir, komm, du setzt dich jetzt nochmal hin, machst ein Video. Und dann sollte es mit dem Video auch schon von mir gewesen sein. Spieleindrücke von den beiden Charakteren habe ich bis jetzt noch keine gehabt. Das heißt, wenn die Charaktere sich vielleicht doch ein bisschen besser herausstellen, als ich sie jetzt bewertet habe, liegt es einfach daran, dass ich kein Gameplay gesehen habe.
habe, sondern jetzt einfach nur darauf reagiert habe, was ich hier gelesen habe. Und dann hoffe ich, hat das Video euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben freuen und ein Abo. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut.